Haltet euch fern von Halloween. Wir sollen nichts damit zu tun haben. Nichts mit Dämonen, Hexen, Zauberer und so weiter. Chill mal. Haben wir nicht schon bei Weihnachten gelernt, dass es nicht so extrem ist? Was geht, Corey hier und willkommen zurück auf meinem Channel. Danke, dass ihr eingeschaltet habt. Ich möchte heute über das Thema Halloween reden, denn wir haben ja jetzt in den nächsten Tagen oder heute oder wann auch immer ihr das Video schaut, Halloween. Und viele Christen sagen, wir sollten die Finger von Halloween lassen, weil es wieder eine Historie aus Geisterbeschwörung, Geister verteidigen und es hat was mit Dämonen zu tun und Angst und Schrecken und davon sollen Christen sich fernhalten. Und ich möchte heute, ähnlich wie bei dem Thema Weihnachten, schauen, was ist denn wirklich der Hintergrund und dann zum Schluss nochmal sagen, was ist meine persönliche Meinung. Ja, ich weiß, meine Videos sind immer sehr simpel gehalten, aber ich hoffe, ihr kommt klar damit. Wenn nicht, könnt ihr gerne das Thema selbst recherchieren. Es ist immer interessant zu sehen, was Leute sagen, aber was wirklich so irgendwo steht. Zum Beispiel das Thema Weihnachten, das könnt ihr ja gerne noch auf meinem Channel schauen. Aber bevor wir anfangen, vergesst doch nicht zu abonnieren und mein Video zu liken, falls es euch gefallen hat, denn das hilft mir einfach aus. Aber ja, starten wir. Es ist wieder die Zeit im Jahr, wo Kinder von Haus zu Haus gehen, sich verkleiden, Süßigkeiten essen und alle schauen Gruselfilme und so weiter und so fort. Aber manche Christen sagen natürlich, wir sollten das nicht feiern. Aber wieso? Es ist ziemlich weit verbreitet und gut belegbar, dass sich Halloween aus dem keltischen Fest Samhain entwickelt hat. Später sind wieder diese Christen gekommen und haben daraus Allerheilige gemacht. Bei mir hat es dann auch später erst Klingen gemacht. Ach stimmt, 31.01. Aber der Punkt ist, früher gab es unterschiedliche Traditionen. Zum Beispiel das keltische Fest Samhain. Samhain markierte das Ende der Erntezeit und den Beginn des keltischen Neujahrs, das gleichzeitig den Übergang von hellen zur dunklen Jahreszeit symbolisiert. Und in dieser Zeit glaubten die Kelten, dass die Grenze zwischen der Welt der Lebenden und der Toten ziemlich dünn ist, so dass sie auch dachten, dass sie mit den Toten kommunizieren konnten oder sogar, dass die Geister zurückkommen konnten. Als dann aber, wie gesagt, die Christen übernommen haben und aus diesem Fest etwas anderes gemacht haben, haben sie daraus All Hallow Eves gemacht, also alle Heiligen Abend, wo, wie wir wissen, die Heiligen verehrt werden. Viele dieser heutigen Bräuche wie Verkleiden oder ein Kürbis vor die Tür legen, könnte auch keltischen Hintergrund haben, da man sagt, dass sie versucht haben, böse Geister abzuwehren oder sich vor bösen Geistern zu schützen. Das ist soweit der Hintergrund und all was wir dazu wissen. Manche Christen sagen natürlich auch noch, Halloween ist ein satanisches Fest. Denn gerade dieses Problem mit, die Toten können zurückkehren, das sehen sie problematisch. Und manche Christen sehen es einfach problematisch, dass man mit Geistern versucht zu kommunizieren, also diese Verehrung von Geister, den Kontakt der Geisterwelt, was wir ja ganz klar auch in der Bibel sehen, wovon wir uns fernhalten sollten. Denn wir sollen uns ganz klar von den okkulten Praktiken fernhalten, wie Wahrsagerei, Zauberei, Geisterbeschwörung und sonstigen Dingen. Epheser 5,11, 1. Thessalonicher 5,22 und 1. Korinther 10, Vers 21. Ihr könnt nicht den Kelch des Herrn trinken und den Kelch der Dämonen. Ihr könnt nicht am Tisch des Herrn teilhaben und am Tisch der Dämonen. Also, dass wir uns fernhalten sollen von all diesen negativen spirituellen Quatsch. Manche Christen sagen natürlich auch ganz klar, die Symbolik Tod und Dunkelheit, Skelette, Geister, Dämonen, Vampire, was auch immer, alles dieses negative Dunkle ist ein Problem. Außerdem sagen sie, diese Verherrlichung von der Angst, dass gerade an diesen Tagen wieder Horrorfilme gezeigt werden und dass es darum geht, Leuten Angst zu machen. Das ist alles das, was ein Christ nicht mitmachen sollte. Und letztendlich gibt es auch noch einen Punkt, dass Halloween einfach nichts Christliches hat. Es ist das Fehlen einer christlichen Grundlage. Denn wir sehen ja bei Weihnachten ist es so, dass sie aus einem vielleicht anderen Fest
etwas Christliches gemacht haben, da ist es ganz klar, hey, wir feiern hier Jesu Geburt. Uns interessiert nicht alles, was davor kam. Wir haben einen Fest so verändert oder feiern an diesem Tag unseren Fest für Jesus. Aber in Halloween hast du es nicht. All das Verkleiden, Süßigkeiten, Horrorfilme gucken hat nichts mit Jesus zu tun. Und andere sagen wieder, der Satan, der Teufel, der nutzt genau diese Zeit, um die Kinder schon zu sich zu nehmen, indem sie Ouija Board spielen und sonstige Rituale machen, um Dämonen in ihr Leben einzuladen. All das sind gute Punkte, die man auf jeden Fall bedenken muss. Aber was denke ich dazu? Ich finde erstmal immer diese Aussage, weil es diesen Hintergrund hat, sollten wir es nicht feiern, finde ich schlecht, schwach. Weil wenn du dann drüber nachdenkst, dann kann alles irgendwie einen schlechten Hintergrund haben. Geld, Auto, Straße, irgendwie kann man irgendwo immer irgendwas Schlechtes rausholen. Deshalb, nur weil es mal einen schlechten Hintergrund hatte oder irgendwie sowas, macht es das heute nicht unbedingt schlecht. Denn kaum jemand, der Halloween feiert, glaubt wirklich daran, dass da Geister sind, Dämonen sind, dass man Zaubersprüche macht, sondern jeder weiß, hey, das ist nur Spiel und Spaß. Das Problem, was ich sehe, ist dieses Verherrlichen von Angst und Schrecken. Hier geht es darum, jemanden Angst zu machen, was einfach für Leute, die damit nicht umgehen können, keine gute Sache sind. Und viele Menschen sind einfach sensibel für dieses Thema. Und ich finde, das macht überhaupt keinen Sinn, dieses Thema auch nochmal groß zu machen und dafür einen speziellen Tag sogar zu haben. Außerdem ist Halloween auch wieder eine Ausrede, sich zu besaufen, Partys zu haben. Dann auch diese ganze Sexualisierung. Ah, im Kindesalter schon fängst du an, nicht als Hexe, sondern als sexy Hexe zu gehen oder als Krankenschwester, was überhaupt nicht okay ist, wenn du ein Christ bist. Und eigentlich sollte es auch nicht okay sein, wenn du kein Christ bist, deine Kinder halbnackt durch die Straße laufen zu lassen. Aber wie gesagt, außerdem das Thema Alkohol. Wieder ein Thema, nur um sich unnötig zu besaufen. Und davon sollten wir als Christen eigentlich nichts wissen wollen. Aber klar gibt es noch das Thema der übernatürlichen Welt. Denn ich glaube ganz klar daran, dass es Dämonen gibt und dass es Leute gibt, die versuchen, Hexerei zu betreiben, wie auch immer sie erfolgreich sind. Also es gibt auf jeden Fall diese dämonische Seite oder diese geistliche Dimension. Und da müssen wir aufpassen, dass wir wirklich nur Gott nachfolgen. Und wenn wir Dämonen und allem Schlechten halt einfach Raum geben, kann natürlich auch sein, dass in unserem Leben viel Schlechtes passiert oder viel Schlechtes in unser Leben reinkommt. Ich sag nicht damit, dass wenn du mal ein Ouija-Board gemacht hast, dass du unbedingt dann von Dämonen besessen bist, aber ich kann mir gut vorstellen, dass es so Stories gibt. Deshalb denke ich, als Christ sollten wir uns einfach davon fernhalten. Es ist kein Tag, an dem wir teilhaben sollten. Würde ich jemanden verteufeln, der das tut? Natürlich nicht. Aber ich persönlich, und das ist meine persönliche Meinung, sehe keinen guten Punkt, Halloween zu feiern. Denn ich würde mich zu der Sorte stellen, was hat Halloween mit Jesus zu tun? Jetzt könnte natürlich jemand sagen, ja, aber es ist doch Halloween, da verehren wir die Heiligen. Das ist auch so eine Sache. Wir verherrlichen keine toten Menschen. Wir, die Jesus angenommen haben, sind heilig. Und wenn wir tot sind, Halleluja, dürfen wir zum Herrn gehen. Wir brauchen niemanden, keinen Menschen zu verherrlichen. Außer natürlich Gott selbst, der auf die Erde gekommen ist, Mensch geworden ist, Jesus Christus. Der aber nicht tot ist, sondern wieder lebt. Deshalb auch alle Heiligen, auch wenn es ein schöner Feiertag ist und wir nicht arbeiten müssen, können wir ja so mitnehmen, aber brauchen wir auch nicht feiern. Denn das hat nichts mit der Bibel zu tun. Und klar werden jetzt die Katholiken und wer auch immer dieses Fest erfunden hat, sagen, hey, bla bla und pipapo. Aber es ist mir vollkommen egal. Du kannst ja feiern, was du willst. Ich persönlich, meiner Meinung, sollten wir auch das nicht feiern. Einfach den Feiertag nehmen und sagen, ja, so wie ganz Deutschland, den Feiertag nehmen und sagen, hey, cool, ich muss an diesem Tag nicht arbeiten. Denn im 5. Mose 18, 10 bis 12 oder in Jesaja 18, 19 steht sogar ganz klar, dass wir den Kontakt zu Verstorbenen vermeiden sollen. Wenn es natürlich einfach nur daran geht,
hey, an alle Heiligen möchte ich die gedenken, an die denken, so, hey, was die alles Tolles getan haben, die etwas Tolles getan haben. Wie gesagt, ich sage nichts dagegen, ich persönlich mach's aber nicht. Also, kommen wir zum Fazit. Ich persönlich feiere kein Halloween. Ich empfehle es auch niemandem. Hat nichts mit Jesus zu tun, brauchen wir als Christen nicht. Aber wenn du sagst, hey, mein Kind mag sich zu verkleiden und so, ich bin auch niemand, der sagt, oh, du musst davon fernbleiben, denn wenn du dein Kind als Hund verkleidest oder irgendwie sowas, dann wird er sein Leben lang von Dämonen besessen sein. Daran glaube ich natürlich auch nicht. Aber wenn du sicher sein möchtest, dass nichts in der geistlichen Welt Schlechtes auf dein Kind kommt, dann würde ich sagen, halt es fern davon. Es gibt sogar manche Gemeinden, die Halloween wieder ganz umdrehen, so ein bisschen wie Weihnachten, und etwas Christliches daraus machen. Und da auch wieder, macht das. Ändert es so weit, dass wirklich wieder Gott der Mittelpunkt ist. Aber ja, das war's von meiner Seite. Ich hoffe, ihr konntet irgendwas mitnehmen. Das war's für diese Woche. Wir sehen uns sonst wann wieder. Bis dahin, Cory hier, ihr da. Alles klar. Und hier habe ich das Video, wovon ich die ganze Zeit geredet habe. Weihnachten, ist das christlich? Sollten wir damit was zu tun haben? Und hier ist ein anderes Video, was YouTube euch recommendet.